Wir sehen uns auf reitschuster.de. Dieser Tage habe ich auf der Straße einen Leser getroffen, der sprach mich an und wir kamen dann zum Reden und dann kamen wir auch auf die Ukraine und Russland zu sprechen und da war ich völlig baff, was er für eine Ansicht hatte, wie sehr er von Putin angetan war und dann haben wir lange darüber geredet. Ich habe ihm dann meine Meinung erzählt und danach sagte er mir, ja, danke, dass Sie mir auch mal diesen Blick eröffnet haben. So habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Ich kenne mich ja damit nicht so gut aus. Vielleicht sollten Sie das auch mehr erzählen. Und ich bin immer sehr offen für Anregungen von Lesern und darum heute meine Einschätzung zum Ukraine-Konflikt. Ich weiß, ich schreibe ja zu diesem Thema gelegentlich und sobald ich das mache, sind wie per Knopfdruck dann sofort sehr viele Kommentatoren da, die mich dann heftigst kritisieren und das wird auch bei diesem Video so sein. Aber ich bin überzeugt, 99% meiner Leser, die können erstens wunderbar damit umgehen, dass ich bei einigen Punkten vielleicht eine andere Meinung habe als sie. Es wäre ja schlimm, wenn wir uns bei allem einig wären. Sowas gibt es nur in der Diktatur. Und zweitens bin ich überzeugt, dass die meisten von Ihnen, ich habe jetzt nur die Leser genannt, die Zuschauer natürlich sind hier in erster Linie auch gemeint, es sehr viel lieber haben, wenn ich ehrlich meine Meinung sage, als wenn ich hier ein Blatt vor den Mund nehme, weil ich um Gottes Willen niemanden da auf den Schlips treten muss. Das ist meine Aufgabe als Journalist, anderen auf den Schlips zu treten. Ich trete der Bundesregierung regelmäßig auf den Schlips und ich habe ja aufgehört, mich vorrangig mit Russland zu beschäftigen, weil ich sagte, wenn ich in Deutschland lebe, wenn ich hier mitbekomme, was da alles falsch geht, dann wäre es völlig falsch, mich auf die Kritik an Putin und an dem Kreml zu konzentrieren. Und jetzt im Moment, wo wirklich der Kreml die Schlagzeilen mitbestimmt, denke ich, wäre es auch völlig falsch, wenn ich da jetzt nicht ganz offen meine Meinung sagen würde. Die können Sie teilen, die können Sie nicht teilen. Ich werde auch auf meiner Seite ein Interview verlinken mit Alexander Rahr. Das ist in Deutschland sozusagen der Gegenpol von mir, großer Verteidiger von Wladimir Putin, damit Sie sich persönlich ein Bild machen können. Aber ich habe 16 Jahre in Russland gelebt. Ich kenne Wladimir Putin persönlich von mehreren Treffen. Ich bin bis heute per Du mit seiner rechten Hand, mit seinem Pressesprecher. Ich habe Einsichten da in innere Kreise. Und was mir besonders wichtig ist, ich liebe dieses Land. Russland ist meine zweite Heimat, fast meine erste. Ich liebe die Menschen. Ich würde mir nichts mehr wünschen als ein Russland, das eng mit Deutschland, mit Europa zusammenarbeitet, aber ein freies Russland. Und leider ist es so, dass es der Kreml-Propaganda unglaublich gut gelingt, Kritiker von Putin als Russlandfeinde hinzustellen. Ich bin das Gegenteil von Russland feindlich. Meine beiden Töchter sind halbe Russinnen, dann wäre ich praktisch Feind von meinen Töchtern. Also es ist völlig absurd, wie das gemacht wird. Das ist genauso, damit Sie sehen, wie man da auf den Leim geführt wird, wie wenn man mir jetzt sagen würde, ich bin Deutschlandfeind, weil ich Angela Merkel oder Olaf Scholz kritisiere. Jetzt Hand aufs Herz. Wie viele von Ihnen würden sagen, der Reitschuster ist ein böser antideutscher Propagandist wegen Kritik an Merkel, an Scholz und an der Bundesregierung? Ja, bei Russland funktioniert das aber. Also wenn man Putin kritisiert, dann ist man antirussisch. Also nochmal, ich fühle mich als halber, vielleicht sogar etwas mehr als Russe. Ich kenne dieses System aus allernächster Nähe und ich bin wirklich entsetzt. Es macht mich völlig traurig, wie erfolgreich diese Propaganda dieses Regimes in Deutschland ist. Ich habe früher bei der Bundeswehr Vorträge gehalten und ich sagte danach, ich musste immer 15 Minuten eine Brücke bauen zu den Soldaten, Offizieren. Warum? Weil die sagen, da kommt jetzt wieder ein Journalist und die Journalisten, also so wurde es teilweise auch gesagt, sie lügen ja eh alle und die kannten mich damals nicht. Und warum sollen wir ihnen glauben? O-Ton, sie machen ständig schlechte Berichte über Trump, sie machen ständig schlechte Berichte über die AfD und jetzt kommen sie hier, um das Gleiche über Putin zu machen. Ach, hören Sie doch auf. Dann musste ich lange erklären, dass ich sehr viel persönliche Erfahrung habe, dass ich es selber schlimm finde, wie mit Trump umgegangen wird, wie mit der AfD umgegangen wird. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber dieses Unfaire, dieses Verteufeln, das ist etwas, was ich schlicht und einfach nicht teile. Und in den
Bei vielen Menschen in Deutschland ist der Eindruck eben, ja, die Medien, die haben keine andere Aufgabe, als über Putin zu schlecht zu schreiben. Nun habe ich genau das Gegenteil erlebt. Ich war ja bei Burda. Burda ist der größte russische Verlag der größte Verlag in Russland, obwohl es ein deutscher Verlag ist. Und das muss man auch noch dazu sagen, Focus gehört zu diesem Burda Verlag. Und was glauben Sie, was glaubt ihr, was ich mir da alles anhören musste? Es war genau das Gegenteil. Ich war einfach zu Putin-kritisch. Und ich wäre heute wahrscheinlich noch Focus-Korrespondent, wenn das nicht so gewesen wäre. Ich muss ja Gott danken, dass ich es nicht mehr bin, weil sonst hätte ich meine Seite nicht, sonst hätten wir diesen Draht nicht und ich wäre dann sicher auch aus anderen Gründen gegangen vom Fokus. Aber es war genau das Gegenteil. Und es war immer so, man kann kritisieren, dass Putin kein lupenreiner Demokrat ist, geschenkt. Man kann kritisieren, dass es Menschenrechtsverletzungen in Russland gibt, geschenkt. Aber was die großen Tabuthemen waren, das ist immer die Mafia-Verbindungen von Putin, KGB und die Kriegstreiberei. In den letzten Monaten, Jahren hat sich das ein bisschen geändert. Also ich lese heute vieles im Mainstream, wie man den ja nennt, was ich früher so eigentlich kaum hätte schreiben können. Es hat sich ein bisschen gedreht, da wird aber auch noch unglaublich viel falsch verbreitet. Und ich glaube, ein großes Problem ist, dass ganz viele, die völlig zu Recht, kann ich bestens verstehen, geht mir genauso, von Angela Merkel völlig enttäuscht sind, von der Politik in Deutschland, von unseren rot-grün-lila Ideologen, die sehen in Wladimir Putin eine Alternative. Kann ich menschlich bestens verstehen. Die denken, die Medien machen den nur schlecht. Ich verstehe das bestens, aber ich habe 16 Jahre in Russland gelebt. Ich verfolge jetzt noch ständig die russischen Medien. Bei mir zu Hause wird mehr Russisch gesprochen als Deutsch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da herrscht ein riesiges Missverständnis vor. Wladimir Putin ist KGB durch und durch. Für den Westen ist er der Konservative, der Vertreter von konservativen Werten in einem Land, wo Abtreibung das meistgebrauchteste Verhütungsmittel ist. Also da kümmert er sich überhaupt nicht darum. Putin ist in meinen Augen völlig ideologiefrei, weil er KGB ist und er sieht eben, wo ihm welche Ideologie hilft. Und er sieht im Westen, wenn ich diese Konservativen, die Rechten, wie er sie nennt, wenn ich die umschwärme, dann bringt mir das große Punkte. Gleichzeitig umschwärmt er aber auch viele Linke. Die Linkspartei ist ja auch auf seiner Seite. Also muss man sich vorstellen, dass sowohl AfD als auch Linkspartei große Fans von ihm sind. Er steht für KGB und er steht leider auch für Mafia. Da könnte ich jetzt wirklich ganz viel dazu sagen. Ich habe mich mit diesem Thema äußerst intensiv befasst. Ich habe das sehr ausführlich in meinem Buch Putins Demokratur. Habe ich es jetzt hier oder nicht? Ja, ich habe es hier. Da können Sie auf, ich glaube, 500 Seiten sind es, oder ja, fast 400 sind es hier. Aber es gibt die erweiterte Auflage. Da ist das alles beschrieben, wie seine ganzen Freunde zu Milliardären wurden, seit er an die Macht ist, wie das wirtschaftlich aufgeteilt ist. Also unglaubliche Geschichten. Da werden plötzlich die engen Kumpels und die KGB-Genossen werden zu den reichsten Leuten. Das ist überhaupt nichts Neues in Russland, bin ich völlig bei Ihnen. Gab es unter Jelzin auch schon, habe ich da auch schon kritisiert. Ich bin überhaupt kein Jelzin-Fan. Mir hat das im Herzen wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen, als unter Jelzin dann irgendwelche Harvard-Boys aus Amerika kamen und den Russen vorschrieben, was sie zu tun haben. Fand ich schrecklich. Ich habe mich auch aufgeregt über Kollegen aus Deutschland, die dann rüberkamen und sagten, wir wenden jetzt hier eins zu eins diese westlichen Motive an. Und die westlichen Maßstäbe an, und da ist Putin, der verletzt hier diese und diese demokratischen Grundsätze. Ich bin überzeugt, selbst wenn die Opposition an die Macht käme in Russland, es würde keine lupenreine Demokratie. Ich bin auch überzeugt, dass ich keine lupenreine Demokratie in Moskau mehr erleben werde. Diesen Maßstab wende ich nicht an. Aber es muss kein KGB-Mafia-Regime sein. Und in diesem Buch habe ich beschrieben, wie Wladimir Putin immer, wenn es ihm innenpolitisch schlecht ging, wenn er Probleme hatte, immer mit außenpolitischen Aggressionen ablenkte. Und zwar immer in einer Eskalierungsreihenfolge. Und zuerst waren das dann irgendwelche groß in den Medien gebrachten Streite um Fischkutter. Dann ging es weiter, es wurde immer stärker. Dann Spionagemanie, dann kam der Krieg in Georgien,
den ich selber miterlebt habe, wo ich an vorderster Front war, will ich gar nicht erzählen, was ich da für unschöne Dinge erlebt habe. Dann ging es weiter mit der Krim und ich habe damals schon gewarnt. Ich habe gesagt, um wieder diesen Effekt zu erzielen, um wieder als großer Vereiniger Russlands dazustehen, wird er die Dosis erhöhen müssen, wie bei einer Drogenabhängigkeit. Und dieses Erhöhen der Dosis, das erleben wir jetzt in der oder am Rande der Ukraine, an der Grenze zur Ukraine. Sieht Wladimir Putin die NATO wirklich als Feind? Ja, ganz klar, aber vor allem als Feind für die undemokratische Herrschaftsweise von ihm, die er hat. Das große Problem ist, dass er in meinen Augen genauso wie Angela Merkel nicht mehr rein rational denkt, dass er in vielem in der eigenen Realität lebt. Und ein Beispiel, das ich immer erzähle bei meinen Vorträgen, es gab unter Boris Jelzin einen Wissenschaftler im Kreml, in meinen Augen völlig verrückt, der sagte, sie haben eine Maschine erfunden, mit der man in die Gehirne von fremden Politikern schauen kann. Und einige Jahre später hat dann einer von Putins engsten Vertrauten, Patruschew, damals Sicherheitsratschef, gesagt, wir haben in das Gehirn von Madeleine Albright gesehen und wir haben da entdeckt, dass sie Sibirien für die USA möchte. Also der eine Verrückte, Entschuldigung, der bringt so einen Unsinn auf den Markt. Also wir können in die Gehirne schauen und später wird das dann offiziell verwendet. Wenn Sie heute das russische Fernsehen anschauen, seit vielen Jahren, hat man immer den Eindruck, die ganze Welt hat sich gegen Russland verschworen, Russland wird morgen angegriffen, es kommt ganz schlimm und ganz, ganz schrecklich. Die NATO bis an die Zähne bewaffnet, wartet nur darauf, Russland zu überfallen und in der Ukraine das Gleiche. Wladimir Putin ist wirklich überzeugt, das glaube ich Ihnen, dass diese ganzen Revolutionen in der Ukraine die NATO angezettelt und selbst durchgeführt hat. Natürlich haben da auch westliche Organisationen etwas im Hintergrund ihre Rolle gespielt, aber es wären nie Millionen oder eine Million auf die Straße gegangen, wenn diese Regierungen nicht so kleptokratisch gewesen wären. Und wenn es so einfach wäre, Regierungen auf diese Art und Weise von der Macht wegzukriegen oder in Moskau eine Revolution auszulösen, dann hätte das mit Sicherheit der Westen auch schon lange gemacht. Aber in Russland sieht man das monokausal. Der Feind ist der böse Westen und man steigert sich in eine eigene Realität herein und über die Medien, über diese Propagandamaschinerie wird die auch ganz stark in den Köpfen im Westen verankert. Die erfolgreichste Propagandalüge, die es gibt, man habe Russland zugesichert, dass die NATO nicht nach Osten ausgebreitet wird. Ich bin Übersetzer von Michail Gorbatschow und Michail Gorbatschow hat sich mehrfach geäußert. Er hat gesagt, das hätte er damals gar nicht fordern können, weil es noch den Warschauer Pakt gab. Wenn er gesagt hätte, er will, dass die NATO nicht weiter Richtung Osten vordringt, hätten ihn die Generäle weggeputscht, weil sie gesagt hätten, will er den Warschauer Pakt aufgeben. Es ging um NATO-Gerät in der DDR, in der damaligen bzw. im Beitrittsgebiet und da gab es tatsächlich diese Zusagen. Dann wird immer wieder darauf verwiesen, irgendjemand habe das in irgendeinem Gespräch gesagt oder in irgendeinem Brief sei etwas gestanden. Also sagen Sie doch mal, in meiner Familie gab es den Fall, dass mein Urgroßvater irgendwann, mein Großvater irgendwann einen Acker gekauft hat bei einem Freund, der danach nichts mehr wissen wollte. Ja, weil wir Notare haben für Grundgeschäfte und weil wir in der internationalen Diplomatie Verträge haben, die auch ratifiziert werden müssen. Und wenn alles, was irgendwann mal ein Außenminister einem anderen bei einer Flasche Bier gesagt hätte, wenn das internationales Recht wäre, also wie absurd ist denn überhaupt diese Annahme? Also wie leicht lassen sich da die Menschen aufs Eis führen? Eduard Shevardnadze, der damals dabei war, den kannte ich auch gut von mehreren Treffen, der hat mir das auch nochmal beschäftigt. Das war damals überhaupt nicht Thema. Es war Thema sehr wohl NATO in der DDR. Ja, das war großes Thema, können die dann nach Osten, aber es ging nicht um die anderen Staaten. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Selbst wenn es dieses Versprechen gegeben hätte, und es wäre dann immer nur ein Versprechen von wem, an wann, wen, wo, also es ist auch so absurd, dann wäre es gegenüber der Sowjetunion erfolgt. Und die Sowjetunion, die existiert nicht mehr. Drei frühere Sowjetrepubliken sind in der NATO, zwei weitere wollen rein. Also dieses Versprechen wäre schon deshalb ungültig, weil es gegenüber einem Staat erfolgte, der nicht mehr existiert und dessen Nachfolger teilweise in
die NATO wollen. Dann heißt es immer, die NATO sei Richtung Osten vorgedrungen. Nein, ich habe das selber erlebt in Moskau, 16 Jahre dort gelebt. Wenn sich russische Verteidigungsminister hinstellen, sagen, wir können in 2 Tagen in Warschau sein, im Baltikum, wir können die einnehmen. Es war immer so, dass man mit dem Ausland umgegangen ist, mit dem nahen Ausland, wie man das nannte, wie ein Vater mit minderjährigen Kindern. Und darum wollten diese Länder in die Arme der NATO. Es ist mir kein Land bekannt, nicht mal die engsten Verbündeten, die eng mit Russland zusammengehen wollen und die das freiwillig und aus eigenem Antrieb machen. Es gibt diese Allianz, aber wie das zustande kam, ist etwas ganz anderes. Und die NATO hat diese Anziehungskraft wegen der aggressiven Politik des Kremls. Über die Krim brauchen wir jetzt gar nicht groß reden, da wird wieder eine Volksverdummung findet da statt. Ja, da seien doch russische Truppen stationiert gewesen, das sei legal gewesen. Ja, wenn Sie in einem Haus eine Wohnung mieten, dann können Sie nicht mit Kalaschnikows das ganze Haus dann besetzen und sagen, ich hatte ja da eine Mietwohnung. Dann dieses Referendum, ja, es kam zustande, da lagen russische Sondereinsatztruppen mit dem Gewehr im Anschlag im Parlament und so mussten die Abgeordneten abstimmen. Die ganzen Medien waren gleichgeschaltet, wehe, man stimmte falsch ab und dann gibt es hier Leute, die sagen sich hin, aber da ist doch so abgestimmt worden. Also es ist absurd, ich bestreite ja nicht mal, dass vielleicht eine Mehrheit der Krim-Bewohner das wollten, aber unter diesen Bedingungen, also wenn das Schule macht, dann haben wir in ganz Europa überall Krieg. Dann weitere Sachen, zum Beispiel hier, auch wieder eine Standardlüge, der Ukrainer Chruschtschow hat die Krim in einer Wodka-Laune der Ukraine geschenkt. Chruschtschow war kein Ukrainer, Chruschtschow war Russe. Er war lange in der Ukraine, aber er war Russe. Es war überhaupt nicht Chruschtschow, der da formell verantwortlich war, es war Malenkov. Es war auf jeden Fall nicht Chruschtschow. Und das Dritte, es war nicht eine Wodka-Laune, sondern es war eine wirtschaftlich begründete Entscheidung, weil die Krim nur zur Ukraine eine Landverbindung hat, weil die Ukraine die völlig subventionieren musste, weil das auch die Verbindung war und darum machte das einfach Sinn. Und ich könnte jetzt wirklich lange, ich könnte Sie langweilen, ich könnte wirklich eine Stunde lang eins zu eins diese Propagandalügen aufzählen. Und wenn Sie in Russland das anschauen, wenn Sie diese extreme Kriegstreiberei in den Medien, wo Putin sich dann vor den Menschen, wenn wir sind das Volk mit dem Sieger gehen, wo vom Kreml unterstützt Videos produziert werden, wo man dann zeigt, wie man Washington erobert, wo sich Putins Chefpropagandist vor Millionenpublikum hinstellt und sagt, wir können die USA in atomare Asche zerlegen, also wirklich aggressivst und bei uns wird es dann immer so hingestellt, ja der arme Putin und der Westen ist so böse mit ihm, natürlich läuft viel falsch, natürlich läuft in Amerika viel falsch, ich bin der Letzte, der das nicht kritisiert, aber wie die Leute das vergessen, die Geschichte bei allen Fehlern in Amerika, Westdeutschland und die DDR, ja wo sind denn die Menschen hingeflohen? Die Mauer nannte sich zwar antifaschistischer Schutzwall, weil man immer sagte, naja, das sind die Faschisten hier im Westen, aber die Mauer stand nicht, weil alle aus dem mit Amerika verbündeten Teil Deutschlands in den unter einer russischen Diktatur lebenden geflüchtet sind. Und es geht ja gleich um Russland und Amerika. Also wie gesagt, ich bin halber Russe, mir wäre eine Allianz mit einem demokratischen Russland, wäre mir viel lieber als alles andere. Es geht um die Frage, eine wie auch immer schlechte, kaum noch funktionierende, wirklich ganz schlechten Zustand Demokratie oder ein völlig autokratischer Staat. Und ich bin ja selber der Erste, der in Deutschland alles kritisiert, was falsch läuft. Ich sehe hier wirklich ganz gefährliche Entwicklungen. Ich sage, dass wir uns immer weiter vom demokratischen Weg entfernen. Aber trotz alledem sind wir noch keine klassische Diktatur. Wir sind auf dem Weg in ein System, das starke Elemente einer modernen Diktatur hat, im Sinne von Huxley, im Sinne von Orwell. Aber wir haben immer noch Ansätze von Rechtsstaatlichkeit, viele rechtsstaatliche Elemente. Ja, es ist leider so, man kommt nicht umhin, das Ganze hier auch in Deutschland zu kritisieren. Und was noch viel entscheidender ist, und ich habe jetzt gerade einen Artikel für meine Seite auch geschrieben, und was man hier überhaupt nicht sieht, diese massive Ähnlichkeit von Putin und Merkel. Und es ist mir ein völliges Rätsel, wie Menschen, die bei Merkel das durchschaut haben, wie die bei Putin das nicht durchschauen. Wahrscheinlich, weil sie Deutsch sprechen und hier die Wirklichkeit wahrnehmen, in Russland aber nicht die Chance haben, diese Propaganda zu durchschauen. Merkel und Putin. Ich sehe so viele Ähnlichkeiten.
Oder reden wir vom System Merkel, weil sie ist ja formell weg. Beide in einer sozialistischen Kaderschule sozialisiert politisch in ihrer Jugend. Und die Methoden, das ist so ähnlich. Das ist, wie man mit politischen Gegnern umgeht. Wer kritisiert, ist Faschist oder Rechter. Da wird diskreditiert. Dann diese ganzen gesellschaftlichen Organisationen, die machen die eigentliche Stimmung. Die Opposition in Anführungszeichen ist ganz stramm bei den wesentlichen Punkten auf Linie, kritisiert nur noch Teile. Wer stark kritisiert, der hat dann irgendwann die Staatsanwaltschaft da oder die Steuerfahndung. Und ich könnte das jetzt wirklich ganz lange ausführen, diese Synchronisierung in den Medien, dass man Feigenblätter zulässt. Dass, also ich habe fast täglich ein Déjà-vu. Die Motive sind in meinen Augen ganz unterschiedliche. Merkel ist in meinen Augen Ideologin. Hier geht es um nicht den alten Sozialismus. Darum ist das ja so schwer zu durchschauen. Die wollen nicht den alten Sozialismus. Es geht um eine rot-grün-lila Zukunftsversion mit vielen sozialistischen Elementen, mit Überwachung wie in China und mit den Konzernen gut integriert. Da wächst zusammen, was überhaupt nicht zusammengehört. Und darum ist es so fatal, wenn dann vermeintlich Linke, eine vermeintliche Antifa zur Unterstützung dieses Systems auf die Straße geht. Das sind Ideologen und wehe, man sagt etwas, was denen ideologisch nicht passt. Putin ist in meinen Augen selber ideologiefrei. Können dort als streng konservativer auftreten, als stramm linker, alles eigentlich egal. Er instrumentalisiert Ideologie, aber von dem politischen her ist das Meinungsspektrum dort ja, ein breites. Aber wehe, sie werden für Putin zu einer Gefahr. Dann werden sie im schlimmsten Fall eingesperrt oder erschossen. Das ist tatsächlich so, leider Boris Nemtsov, Freund von mir, erschossen worden, nachdem er Putin übelst unter der Gürtellinie übrigens beleidigt hatte. Und er hat mir schon ein halbes Jahr vor der Ermordung hat er gesagt, er wird mich umbringen und zwar deswegen und hat auch genau den Satz gesagt. Und später Putin, als er gefragt wurde nach dem Tod von ihm, hat er gesagt, ja, der hat Grenzen überschritten, die man nicht überschreiten darf. Also man muss sehr blind, man muss sehr verdrängend sein, um das alles nicht zu sehen, um das alles nicht so wahrzunehmen. Umgekehrt, da spreche ich auch mit russischen Oppositionellen, wäre es dort eigentlich undenkbar, dass jemand wegen seiner politischen Meinung nicht ins Restaurant kann oder das Kind nicht in die Schule kann, wie es bei uns gemacht wird, bei AfD-Politikern. Und da kann man es natürlich abwägen. Ja? Kann man sagen, naja, nicht umgebracht und dafür aber ins Restaurant oder umgekehrt. Ich finde es gespenstisch. Ich finde es beides gespenstisch. Und noch gespenstischer finde ich, dass es so viele Menschen nicht abwägen. Jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage der Ukraine. Ja, Putin, es ist eine Atommacht, die können vielfach die Welt zerstören. Und dass man da wirklich ständig dann, morgen werden wir angegriffen, morgen werden wir erobert, also das ist doch Bauernfängerei, das ist doch was für Dumme. Es geht um Einfluss, aber dann weiter bei der Ukraine. Das ist ein eigenständiger Staat. Das wollen so viele nicht wahrhaben. Da wird so viel, wird da in den Medien wieder manipuliert. Die Ukraine übertreibt zum Beispiel mit der Sprachpolitik. Das sehe ich so, kritisiere ich auch in vielem, was da mit der russischen Sprache gemacht wird. Finde ich nicht schön, ärgere ich mich auch oft darauf. Aber es ist ein eigenständiger Staat. Und wenn man heute hier 100.000 Menschen an der Grenze aufmarschieren lässt und die Menschen in der Ukraine, wenn ich mit ihnen rede, in Angst und Schrecken versetzt, dass morgen einmarschiert werden kann, und dann findet man hier Befürworter, ja, wo sind wir denn? Ja, was ist uns denn da durcheinander geraten im Kopf? Ja, wo ist denn da der Kompass verrutscht? Ich meine, das ist doch, stellen Sie sich mal vor, die Amerikaner hätten jetzt hier um Weißrussland 100.000 aufmarschieren lassen, die würden in Manövern den Einmarsch üben und da wäre halt Berlin auf der Straße vor der amerikanischen Botschaft und zu Recht, muss ich ja sagen, da wären riesen Proteste, da würde es sagen, keinen Krieg und alles, und bei Putin sagt man, ja, aber der wird ja so schlecht behandelt. Putin verhält sich der Ukraine gegenüber wie ein ehemaliger Ehemann, der im Streit weg ist von seiner Frau und wo die Frau dann, kann man sagen, aus seiner Sicht immer wieder provozierte. Die sagte, ich lasse mich jetzt mit dem schönen Amerikaner ein und mit dem Reichen und ich lasse mich auch von dem finanzieren und alles. Und das ärgert den Ex-Mann, den Putin, wie verrückt. Ja, aber ist es dann okay, wenn er ständig hier der mit Gewalt droht, wenn er der nachts auflauert, wenn er hier immer ihr Bilder zeigt an Fotografien, wie er sie das nächste Mal vergewaltigt, und wenn wir uns dann hinstellen und sagen, ja, aber der arme Ex-Mann, die hat sich ja herausfordernd verhalten, wie auch immer sich die Ukraine verhalten haben möge. Ich sehe,
bin da nicht so wie viele, die sagen, ja, die sind ja da völlig, ist ja schlimm, was die machen und es sei faschistisch. Absurd, der Ukraine da von Faschismus zu reden. Und wie auch immer, ja, das rechtfertigt doch nicht, dass ich ein Land im 21. Jahrhundert in Angst und Schrecken versetze mit solchen Aufmärschen und da ständig mit Krieg drohe. Genauso wie es nicht rechtfertigt, nichts eine Vergewaltigung einer Frau rechtfertigt. Und warum sehen wir das nicht? Warum akzeptieren wir das als ganz normal, dass die Russen eben über die Ukraine entscheiden wollen? Würden wir es normal sehen, wenn jetzt ein Vater der erwachsenen Tochter sagen würde, mit wem sie Umgang haben kann oder nicht? Sie darf jetzt mit dem darf sie befreundet sein, aber mit dem anderen nicht, weil das ein Amerikaner ist. Ja, da wären wir doch die Ersten, die sagen, ja, wo, was passiert denn da? Also diese wirklich Beleidigung des Intellektes. Und die Russen haben zugestimmt. Es gibt die Verträge, die Ukrainer haben auf Atomwaffen verzichtet, unter der Bedingung, dass ihnen Russland, Großbritannien und Amerika ihre Sicherheit garantieren. Und jetzt ist Russland, das formell juristisch Garant sein müsste, dieser Sicherheit ist die größte Bedrohung. Wir tun so, als ja, es ist, Russland hat die Grenzen akzeptiert. Russland hat ist im Europarat, hat all diese Verträge abgeschlossen und pfeift dann darauf. Und wir sagen, naja, so was, die fühlen sich ja bedroht, die Armen. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Wie gesagt, ich sehe Amerika durchaus kritisch. Ich sehe auch den beiden wirklich extrem kritisch. Aber man darf sich doch nicht von Amerika-Hass dann dazu verleiten lassen, dass man hier alles für richtig sieht und dieser ganzen wirklich Propaganda auf den Leim geht. Ja, ich weiß, wenn jetzt einige werden, ich hoffe, es sind weniger, sagen, wie kann der nur, aber ich bin so, ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich kritisiere die Merkel, ich habe kritisiere die Bundesregierung so stark, dass man gesagt hat, der ist Nazi und alles. Und ich sage auch zu Putin, was ich denke, was meine Meinung ist. Ich rufe sie explizit auf, ich werde es auf meiner Seite bringen. Schauen Sie sich das auch das Interview mit dem Ra an, dem er sagt, ja, der arme Putin und ihn muss man doch auch verstehen. Und ja, natürlich ist viel falsch gemacht worden, absolut. Aber das ist wieder dieses Deutsche, auch bei Straftaten. Ja, hat einer mehrfacher Mörder, ja, aber die unglückliche Kindheit und man muss ihn doch auch verstehen und ihm geht es so schlecht. Wir sind da, also vielleicht kommt das aus unserer Geschichte, eine Art Komplex, weil wir ja so viele schreckliche Dinge gemacht haben. Aber ich meine, dass jemand mal schlecht behandelt wurde, wenn jeder, der in der Weltgeschichte schlecht behandelt wurde, deswegen Kriege anfängt und Gegner umbringen lässt und dergleichen. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Und da sind auch wieder dann die Theorien. Also der Litwinenko wurde umgebracht in London und das wäre ja der böse Westen sagt, das war Putin. Ich kenne seine Witwe, ich bin mit der befreundet, ich kannte auch ihn. Der englische Staat hat alles getan, um das zu vertuschen. Die Witwe musste den englischen Staat verklagen, damit er dem Ganzen nachgeht. Die hat Theresa May damals verklagt und bei uns wird es dann so dargestellt, ja, die tun ja alles, um dem Putin eins auszuwischen. Es ist einfach nicht so. Und wie gesagt, Gott sei Dank, ich glaube, die meisten, die hier zuschauen, die haben durchschaut, wie unsere Medien lügen und betrügen in Filmen. Aber glauben Sie mir, was das ist die gleiche in Filmen die gleiche Schule, es wird nur anders umgesetzt. Und bitte deshalb, meine Bitte, immer nachdenken, immer nachdenken. Ich kann mich irren bei allem, war aber 16 Jahre in Russland und vielleicht neige ich dazu. Kann ja sein, dass ich diese Fehler des Westens, die es ohne jeden Zweifel gab, da brauchen wir gar nicht reden, dass ich die unterbewerte. Aber nochmal, ist das eine Rechtfertigung für Krieg? Ist das eine Rechtfertigung, dass man ein Land in schrecklichste Angst versetzt im 21. Jahrhundert, dass die Leute Angst haben, dass morgen Bomben fallen? Und wenn das so ist, wo endet dann unsere Welt? Wo geht das hin? Und die große Bitte, schauen Sie sich die Ähnlichkeiten an. Merkel und Putin, die Schule. Die gemeinsam. Jetzt bin ich fast bei einer halben Stunde, das ist ja fast schon eine Zumutung ihrer Zeit gegenüber. Und nochmal, bitte nicht von diesem wirklich ja, diktatorischen, würde ich fast sagen, Narrativ in unseren Medien mitreißen lassen, dass wenn jemand in irgendetwas eine andere Meinung hat, dann ist das ein Böser. Wir müssen doch mit Meinungsunterschieden leben können. Wäre doch wirklich schlimm. Ich respektiere es zutiefst, wenn Sie da eine andere Meinung haben. Ich würde aber dann einfach auch darum bitten, dass man dann auch meine Meinung zutiefst respektiert. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt, das
war versucht, die Quintessenz aus 16 Jahren Russland, das Land, das ich über alles liebe, wirklich. Ich möchte auch mal wieder da leben. Ich möchte auch, dass meine Kinder dort eine Zukunft haben. Ich liebe die Menschen dort. Ich liebe Russland. Ganz, ganz tolle Menschen. Jetzt bei Corona habe ich das noch mehr erlebt. Das hat mich wirklich, also bis zu Tränen, wie die Russen damit umgehen, im Gegensatz zu den Deutschen. Aber das hat doch nichts mit der Politik zu tun. Man kann doch auch Deutschland lieben, ohne Merkel zu lieben. Und wenn man das kritisiert, im Gegenteil, wenn man dieses Land liebt, wenn man sagt, ich habe da eine familiäre Bindung dazu, das liegt mir am Herzen, dann muss man doch diese Kritik aussprechen. Und in einer normalen Demokratie muss man über jede Kritik sich freuen. Das gehört dazu, auch wenn die manche Kritik irgendwo überzogen sein mag oder andere nicht. Das war meine Botschaft und ich bete jetzt wirklich, ich hoffe, dass dieser Krieg nicht stattfindet. Ich habe ja immer gesagt, Putin ist zu rational, um das zu machen, hatte ich gehofft. Aber das große Problem ist, wir verstehen das ja nicht. Und dann höre ich wirklich auf, das sage ich ja noch, Putin hat ein anderes Betriebssystem. Putin denkt anders. Aus unserer Sicht, ja, Krieg, wie kann man das nur? Aus Putins Sicht war die Möglichkeit, in der Ukraine Einfluss zu haben, sich etwas zu holen, nie so gut wie heute. Er sagt sich, die im Westen sind impotente, das sagen die Leute, also wir haben impotente Führer, da hat er auch recht bis zum gewissen Grade, das jetzt bitte rausschneiden. Nein, natürlich nicht rausschneiden. Und der Westen hat ja schon gesagt, er wird starke Sanktionen einführen. Was ist die Botschaft für Putin? Ja, die werden das militärisch, werden sie nicht antworten. Und ich glaube, die haben sich eben im Kreml, die lachen sich doch tot über uns. Und was ist für ihn die Botschaft? So billig wie jetzt kriege ich die Ukraine nie zurück. Wirtschaftlich schwierig, ja, aber ohne Krieg, ja, da muss ich doch. Also wir können uns da nicht reindenken. Und dann kommt aber Frau Baerbock und sagt, wir müssen Stärke zeigen und wir haben der Ukraine 5000 Helme geliefert. Ich glaube, da ist Putin wirklich in Gefahr. Da kann er sich totlachen, wenn er so etwas hört. Ja, ein Clash of Cultures, zwei völlig unterschiedliche Kulturen. Ich habe versucht, sie ein bisschen rüberzubringen, was ich wirklich weiß und glaube, die Menschen in Russland wollen keinen Krieg, genauso wenig wie bei uns. Viele von ihnen sind in Angst, wenn man ihnen ständig sagt, Russland wird bedroht und der Angriff kann unmittelbar bevorstehen. Und wir können nur hoffen, dass sich die Menschen durchsetzen und nicht die Mächtigen. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns so. Hi, Schuster, Schuster, die.